Schaut euch das mal an. Oh, ich glaube, die Puppe hat gerade ein Bäuerchen gemacht. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielt mehr Kinderspielzeug. Ich habe heute was ganz, ganz Besonderes für euch und zwar eine Lovabella-Puppe. Das ist ein kleines Mädchen und die soll wirklich super realistisch sein. Die ist batteriebetrieben, hergestellt von Spin Master und geeignet für Kinder ab 4 Jahren. Sie kann über 100 Wörter lernen und ist eben schon irgendwie fast wie eine echte Babypuppe, wollte ich gerade sagen. Nein, es ist fast wie ein echtes kleines Mädchen. Sie kann unter anderem halt so kichern, also lachen, wenn man sie kitzelt. Man kann mit ihr so Kuckuck spielen, also so ein bisschen verstecken. Man kann sie mit dem Schnuller beruhigen und man kann ihr das Fläschchen geben und sie in den Schlaf wiegen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Geht so ein bisschen in die Richtung Newborn Baby, würde ich sagen. Wir hatten euch ja schon einige Puppen vorgestellt, aber ich glaube so eine realistische noch nicht. Ich bin gespannt. Wir tun jetzt die Batterien rein und dann erwacht sie zum Leben. So, ich habe sie jetzt mal eingeschaltet und sie ist schon richtig wild am Brabbeln. Das ist ja echt sehr, sehr faszinierend, wie sich ihre Augen bewegen. Sie hat richtig große Kulleraugen und kann so blinzeln. Ich finde es echt faszinierend. Also so eine Puppe habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ich glaube, ich hätte mir ziemlich einen abgefreut, hätte ich sowas gehabt als kleines Mädchen. Da waren die Puppen noch ein bisschen anders. So, wir werden mal schauen, was die Funktionen anbelangt. Ich werde ihr jetzt mal einen Schnuller geben. Man muss immer darauf achten, dass sie dann auch A sagt und nicht mit den Gewalt versuchen, den Schnuller irgendwie in den Mund reinzubekommen. Das könnte die Puppe beschädigen. Und jetzt hat sie ihren Schnuller im Mund und wird, glaube ich, ziemlich müde. Und man hört auch so ein ganz, ganz leichtes Schmatzen, also wirklich wie bei einem echten Baby. Faszinierend, also diese Puppe, die bringt mich echt so ein bisschen aus der Fassung. Total süß, ich nehme jetzt den Schnuller mal weg. Ich hoffe nicht, dass das wie bei den Crybabys ist, dass sie dann weint. Oh, ich glaube, sie weint doch. Ich gebe ihr mal das Fläschchen. Also man muss halt wirklich immer auf das A warten. Muss ich das eigentlich festhalten oder kann sie das auch... Sie kann das anscheinend auch so eigenständig im Mund behalten. Und, trinkt sie schon? Vielleicht muss man sie dazu ein bisschen so ankippen. Kann sein, dass das die Puppe vielleicht nicht erkennt. Da sind ja super viele Sensoren. Schaut euch das mal an. Oh, ich glaube, die Puppe hat gerade ein Bäuerchen gemacht. Je mehr man sich übrigens mit der Puppe beschäftigt, desto intelligenter wird sie. Sie kann immer mehr Wörter lernen. Am Anfang ist es so ein bisschen wie eine Babysprache, aber dann kann sie irgendwann auch richtige Sätze sprechen. Also das zeichnet sich wirklich aus, mit dieser Puppe häufig zu spielen. So. Ich nehme mir jetzt mal den Schnuller wieder weg und dann tippe ich ihr mal so ein bisschen auf den Rücken und angeblich soll sie dann auch noch ein Bäuerchen machen nach dem Füttern. Sie hat gerade gesagt, hab dich lieb, Papa, gesagt. Man kann sie auch einstellen, dass sie Mama sagt. Also sie kann entweder Papa oder Mama sagen, das sind so die Sachen, die sie dann halt zu einem sagt, also wie sie einen anspricht. Und ich glaube, jetzt ist sie eingeschlafen. Das Video scheint ja wirklich doch zu langweilig zu sein. Hier haben wir übrigens ihr kleines Kuscheltierchen. Das ist, glaube ich, ein Lamm, also ein kleines Schäfchen. Und wenn man damit sie berührt... Ich glaube, man muss die Nase von dem Tier an ihren Mund machen. Jetzt sagt sie Mama, okay. Oh, jetzt hat sie das Schaf erkannt. Und macht auch die Tiergeräusche nach. Habt ihr gehört? Mie, mie. Und jetzt hat sie das kleine Schäfchen geküsst. Und da kam gerade, glaube ich,
einen Krähen von einem Hahn. Also wirklich witzig, wie sie dann auch Kikeriki und so macht. Ich bin fasziniert von dieser Puppe. Was wir noch nicht gemacht haben, ist, man kann sie auch noch ein bisschen kitzeln und so und mit ihr spielen. Wenn ich jetzt hier also am Bauch kribbel. Huh? Sie macht echt super witzige Geräusche. Passiert hier noch was? Oder hier an den Füßen kann ich sie auch kitzeln? Doch, ich glaube, sie lacht sich ziemlich schlapp darüber, wenn ich sie kitzel. Also scheint sehr, sehr kitzelig zu sein. Ich glaube, an den Füßen ist das auch so. Sie hat so verschiedene Berührungspunkte oder Sensoren, wo sie dann darauf reagiert. Was wir auch noch nicht gemacht haben, ist sie füttern mit dem Brei. Also wir haben hier diesen Löffel und wenn sie dann wieder A macht, dann kann man sie füttern, genauso wie mit der Flasche oder eben halt auch mit dem Schnuller. Wobei mit dem Schnuller füttert man sie ja nicht. Hat das gut geschmeckt? Was für mich ein bisschen laut ist, das hört ihr wahrscheinlich auch, sind diese hydraulischen Geräusche. Also wenn sie sich bewegt, dann sind ja so kleine Motoren in der Puppe verbaut. Und ich glaube, jetzt ist sie satt, sie möchte nicht mehr. Jetzt dreht sie ihren Kopf weg und macht nicht mehr A. Also sie hat anscheinend auch ein richtiges Sättigungsgefühl. Was ich euch jetzt noch nicht gezeigt habe, ist dieses Versteckenspiel. Da muss man einfach über ihr Gesicht, warte mal, ich nehme mal die andere Hand. Ist einfacher, die Hand legen. Also ihre Augen verdecken. Ich glaube 3 Sekunden lang. Kuckuck hat sie gesagt. Also auch ganz, ganz witzig dieses Kuckuckspiel. Das macht ihr wohl Spaß. Also 3 Sekunden Augen verdecken. Das sieht der Sensor. Total süß finde ich das. Dann schauen wir mal, was wir noch machen können. Ich glaube, so ein paar Sachen habe ich euch immer noch nicht gezeigt. Diese Puppe hat echt wahnsinnig viele Funktionen. Sie kann auf jeden Fall auch noch schlafen. Ich glaube, da muss man sie einfach so hinlegen. Dann bewegt sie sich langsamer. Macht halt so ein bisschen Babygeräusche, Babysprache. Und dann irgendwann sollte sie eigentlich auch einschlafen. Ihre Augen werden immer schwerer, schwerer. Und sie wird ganz müde. Dauert ein bisschen, aber es ist fast wie bei einem richtigen Kind. Dann geht das ja auch nicht ganz von alleine. Mein Arm wird schon langsam ziemlich schwer. Diese Puppe ist auch gar nicht mal so leicht, dadurch, dass da relativ große Batterien sind. Nämlich diese Babybatterien kommen da rein und davon 4 Stück. Also schlafen funktioniert so. Da hätte man sie wahrscheinlich noch ein bisschen länger halten müssen als jetzt. Wenn man jetzt die Hand auf ihren Bauch legt, oh, sie hat schon wieder ein Bäuerchen gemacht, dann sollte man noch ihren Herzschlag hören. Ganz, ganz leise. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. So ein Pochen. Also eine sehr, sehr coole Puppe. Und schon ist sie wieder quick, lebendig und ist ganz, ganz viel am Brabbeln. Das war es jetzt zu der Lovabella-Puppe von Spin Master. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich fand sie auf jeden Fall ganz bezaubernd und sehr, sehr interessant. Vor allem ihre Bewegung. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert, kommentiert und vergesst natürlich auch nicht auf das kleine Glöckchen zu drücken. Wenn ihr mir, folgen möchtet bei Instagram, könnt ihr das gerne Nina_na klar und wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss!